Ja, und herzlich willkommen zurück zu dieser Ausgabe Let's Play Mafia, sozusagen am Freitags-Mafia-Tag. Und wenn ich schon hier bin, da oben ist doch, da kann ich mich doch umziehen. Ich glaube, wir sollten uns mal wieder eine neue Schale schmeißen, weil der Zwirn ist uns dann doch ein bisschen zu fein. Wir sind ja der Mann fürs Gröbere, wie wir mittlerweile zumindest mal festgestellt haben. Und dementsprechend denke ich mir, schauen wir doch mal, was unser Schrank noch so hergibt. Action, formell. Speziell, Pro-Am, Revolutionär, Bundesagent. Yeah. Da brauche ich nicht weiterschauen. Hallo, mein Freund. Yo, was geht? Bin ich Sixpack? Nicht Tupac, Sixpack. Krasser Kerl. Also, okay. Hat sich jetzt schon wieder gelohnt. Vielleicht sollte ich da öfters mal reingucken, was es noch so gibt. Aber wir wollen ja hier weitermachen. Und jetzt müssen wir hier mit Roxy und MJ reden. Ich hoffe, du hast einen Mantel dabei. Hier wirst du mich bald Scheiße hageln, Mann. Ich habe alle erreicht bis auf drei. Und zwar Andy Lafayette, Gina Paulson und Eddie Hanahan. Slim hat sie isoliert, festgenagelt. Bestimmt bringt er sie bald um. Und es geht noch weiter. Der ganze Ort ist abgesperrt. Keiner kommt mehr rein oder raus. Ich sag ja, es hagelt Scheiße, Mann. Was machen wir denn jetzt? Wisst ihr, wo die drei stecken? Ja, wir lassen sie beobachten. Wenn wir da hingehen und rumballern, ist das ja sicher das Ende. Aber wenn wir zwei uns ein Auto schnappen und die Bande ein bisschen ablenken. Ja, die Wichser werden sich den Spaß nicht entgehen lassen, ein paar Nigger zu hetzen. Genau. Und während alle hinter uns her sind, kommt MJ von der anderen Seite, greift sich die drei und bringt sie hierher. Meinst du, du kriegst das hin? Du stellst vielleicht Fragen. Ich habe noch eine Idee. Mein Nightcrawler. Ezekiel hat ihn gefahren, als er starb. Wir holen ihn uns wieder. Ich sag euch, die Kiste zieht alle Blicke auf sich. Beim Auto bin ich ja auf jeden Fall dabei. In der Verwahrstelle. Korps, Zaun, Alarmanlage. Ist ja nicht die Federal Reserve Bank, oder? Ja, richtig. Ich rufe Daddy an und sag ihm, was los ist. Komm zu mir, wenn's losgehen kann. Das klingt nach viel Spaß, muss ich sagen. Es hagelt Scheiße, Mann. Aber genau die Scheiße, auf die ich stehe. Also das ist schon direkt mein Style. Hol die Zeugen ab. Style. Und rüber unten. Nein, Lincoln ist hier, Paps. Ich melde mich dann später. Bereit? Sicher. Steig in den Wagen. Warum hat die denn so eine Karre? Warum hat die nicht irgendwas Geiles? Ja, springt nicht mal an, der Kübel. Wahnsinn. Für eine Aufmunterung von Daddy. Könnte man sagen. Er wollte mich an die Unabhängigkeit der schwarzen Nein. Frauen der Revolution. Konnte sich mehr abbrechen. Seine okay. Art zu sagen, lass dich nicht abknallen. Na gut. Da hat er nicht unrecht. Also, wie kriegen wir dein Auto? Ich habe einen Totmannschalter eingebaut. Wir brauchen im Auto einen Totmannschalter. Lincoln, ich häng ziemlich an meinem Auto. Die Sache ist die. Ich bin die Einzige, die mein Baby zum Laufen bringen kann. Also gehen wir beide da rein und holen den Wagen raus. Das wird bestimmt Alarm auslösen. Ja. Und das wird unser Signal zum Abhauen sein. Also, über Stock und Stein kann ich. Ach, bisschen. Kleine Delle. Weißt du, wir sollten uns unauffällig verhalten, solange wir drin sind. Wir schleichen uns rein, holen meinen Wagen und versuchen uns nicht abknallen zu lassen. Das ist ein Wort. Frischfleisch, warst du das? Komm schon. Scheiße, 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 scheiße. Nein, nein, Frischfleisch war das nicht, das war schon ich. Aha, den kennen wir doch schon, her. Gut, gut. Wir sind also zumindest jetzt keine gänzlich unbekannt mehr. Da habe ich schon alles, da brauche ich nichts. Und?
Oh oh. Okay, das war nicht so wie gewollt. Achtung an alle Einheiten, Eindringling am Abschleppplatz. Der Verdächtige ist ein männlicher Schwarzer, etwa 1,80 groß. Bin ich gar nicht. Bewaffnet und gefährlich. Staub aufwirbeln. Verschaffe MJ etwas Zeit, um Zeugen zu retten, indem du Sinclair verwüstest. Roxys Nightcrawler für die verwüste damit die Gegend und sei Slims immer eine Stoßstangenbreite voraus. Okay. Wir haben uns eingekesselt. Nimm die Rampe. Natürlich nehme ich die Rampe. Der Nightcrawler ist wieder da, Baby. Okay, die ist gut drauf. Nach links. So. Ah, das ist doch einfach. Noch mehr Maisfresser. Aber sowas von Jump hier. Schätze, das waren alle. Ja, das ist doch mal hier eine Aufgabe, hier so ein bisschen. Also, wir ziehen's jetzt durch, MJ. Durch die Gegend zu heizen. Gut, wir werden ein bisschen Alarm machen, damit du Zeit für den ersten Zeugen hast. Sag, wenn du ihn hast. Verstanden, Staff Sergeant. Mischen wir Sinclair auf. Aber das MJ, läuft ja sowas von gut. Mal sehen, wie viel Schaden deine Kutsche so anrichten kann, Roxy. Also ihr seht unten an der Minimap. Ein Weißer, kommen noch mehr Maisfresser. Ja, wer kommt denn da? Aber das ist ja mal so gar kein Problem hier. Eine Autoladung Arschlöcher im Anmarsch. Wenn das nicht mal eine Aufgabe genau nach meinem Geschmack ist, dann weiß ich es aber auch nicht. Steht ein Wahlplakat für Slims Wiederwahl. Und kann sich die Aufmerksamkeit der Cops auch so sichern. Wenn es nicht schlimm ist, dass dein Lack ein paar Kratzer kriegt. Da kommen noch mehr Maisfresser. Alles gut, Sportsaal. Das ist ja voll meins. Wuhuhu. Ja, wer kommt denn da? Wuhuhu! Täte eine Diät sowieso ganz gut. Also wenn das nicht läuft, dann weiß ich es aber auch nicht. Guckt dir mal oben die Anzeige an, wie die hochpäst. Bewaffnung gefährlich, aber sowas von. Das muss reichen, verschwinden wir. Das Büro des Sheriffs hat eine Kontrollstelle am Stadtrand. Du meinst also, wir sollen mitten durch eine Bullenherde rasen oder mit die noch mehr stinksaure Bullen herrufen? Scheiße, Mädchen, du weißt wirklich, wie man seinen Spaß hat. Die Außenstelle, die schaffe ich auch noch gerade. Oh, die geht mal richtig ab, das Mädel. Sheriff Slim Beaumont an unsere neuen Gäste. Wenn ihr mich überhaupt hören könnt. Natürlich. Noch mehr Maisfresser. Fahr jetzt los mit VIP auf dem Rücksitz. Unterwegs zum nächsten. So, da kommt dann gleich rechts. Weiter durch den Wichser durch. Verdammte Scheiße. Der Verdächtige ist hier. Der Leitkorb. Oh, oh. Oh, B. Hier gibt's jede Menge Kram zum Hochjagen. Worauf warten wir? Mach ich schon. Mach ich schon. Muss ja gerade ein bisschen. Der Hurensohn schießt auf die Zentrale! Schickt mir Verstärkung her! So, und jetzt fahre ich natürlich noch durch den Arsch durch. Mach Sinclair platt und du hast ihre Aufmerksamkeit. Das verschafft MJ Zeit, die Zeugen abzuholen. Das reicht. Verziehen wir uns von hier. Hallo. Slim benutzt den Jahrmarkt für seine kleine Wahlparty. Wenn wir das durchziehen, nervt das nicht nur Slim, sondern auch die Ärsche, die ihn im Amt halten wollen.
Als ob ich dadurch euch jetzt hier durchfahre. Ich glaub's ja wohl selbst nicht, dass ich so doof bin. So, jetzt habe ich hier. Oh. Ach, zu spät. Egal. So, erstmal ein bisschen wieder. Aber schau mal, was da hinten mit mir los ist, du. Ja, genau. Tritt das Gas durch, damit wir MJ die Cops vom Hals halten können. Oh, hier spricht Sheriff Beaumont mit einer Nachricht für unsere neuen Freunde. Ihr wolltet den alten Slim wohl verarschen, was? Keine Bange. Ich hab was für euch. Kommen noch mehr Maisfresser. Maisfresser. Hier wird nicht anhalten. Drück aufs Gas. Ja, also Sportsaal. Ich muss ja erstmal alles treffen hier. Hier spricht Sheriff Beaumont. Würde sich einer meiner Deputies bitte um diese Nigger kümmern? Jetzt wird er langsam wieder unflätig, hä? Ein Auto. Baby. Wir bremsen nicht für Motherfucker. Fuck, eine weniger. Hilf mir. Ich habe einige Cops am Arsch und ich glaube, die wollen mich nicht nur verhaften. Halt durch, MJ. Wir sind unterwegs. So, Entschuldigung. Also, das ist ja mal voll meine Aufgabe hier. Einfach mal so, also so viel... Also so viel Unsinn zu machen. Warum ging das jetzt nicht? Ja, wir scherzen nicht bei sowas. Ja, wir scherzen nicht bei sowas. Komm, noch mehr Maisfresser. Jag sie in die Luft! Er hat eine Pistole! Ja, wer kommt denn da? Er hat eine Pistole. Kein Problem. Eine Autoladung Arschlöcher im Anmarsch! Schön, dass wir es geschafft haben, Steph Sergeant. Wie geht's den VIPs? Urlaub. Aber mit den anderen Marsch bleibt das nicht mehr lange so. Komm, noch mehr Maisfresser! Ich brauche etwas Hilfe mit den Jungs! Warum fährt der da lang? Da oben hätte es noch ein Ding gegeben. Ah, ich kann nur die Dinge nehmen. Noch mehr Bullen. Folgt mir zum Schrottplatz. Ich habe einen kleinen Fluchtplan vorbereitet. Ja, das kriege ich hin. Ein Auto lag. Ich hoffe, das klappt, MJ. Ich hoffe es auch, MJ. Fahr gerade aus. Natürlich. Und rüber! Alter, was eine geile Mission, ey! MJ, du gerissener Bastard. Hab ich's dir nicht gesagt? Mehr Mut als Verstand. Wir treffen uns auf der Farm. Bist du dein Baby? Ja, verdammt. Du hast das gute Stück ja beinahe verschrottet, mein Lieber. Danke, Roxy. Wir sehen uns dann bei der Farm. Also, wahnsinnsgeile Aufgabe. Hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Muss sagen, für mich eine der Highlight-Aufgaben bis dato. Verfluchter Dreck! Ich weiß nicht, wohin die verschwunden sind. Story-Auftrag. Feiner natürlich hin, ich will ja gleich weitermachen. Eine geht auf jeden Fall noch. Und das war halt das Schöne, es war jetzt mal was anderes, also jetzt nicht immer die gleiche, geh dahin, infiltriere und töte alle, sondern einfach mal ein bisschen Angst und Schrecken verbreiten. Also wirklich sehr, sehr nice. Huch, der ist schon wieder gleich. Ab durch die Hecke! Ups! Ach, da, ich nehme da einfach da vorne.
Sag Roxy, wir sind soweit. Alles klar. So, jetzt hole ich mir erstmal hier. Da erstmal ein bisschen. Zack. Ach ja, geht mir wieder gut. Hallo Roxy. Hey, wie geht's dir? Ja, schaut so gut aus. Bin ich in medizinischer Feldversorgung ausgebildet. Da kann er sich bei meinem Vater bedanken. Ich fahre bei MJ mit und versuche es ihm so komfortabel wie möglich zu machen. Und jetzt nichts wie weg hier. Ist nur eine Frage der Zeit, bis Slim und seine Jungs hier rumschnüffeln. Los geht's, Roxy. Scheiße. Der Ordner. Holst du ihn aus dem Haus? Klar. Ich bringe ihn damit zu Lavoe. Sei vorsichtig, Mr. Clay. Weil ich nicht da sein werde, um drauf aufzupassen. Den Ordner aus dem Haus will ich ja gerade noch holen können. Aber wieso habe ich so das Gefühl, dass da gleich Unsinn passiert, wenn sobald ich mir den Ordner hole? Weil die Aufgabe ist jetzt zu einfach. Jetzt komme ich runter und dann geht's gleich rund. Pass auf. So, ich kann schon meine Waffe übrigens nicht ziehen. Allein das finde ich ja schon. Ja. Genau das war irgendwie klar. Junge, Junge. Ich habe mir lange überlegt, ob ich dir nicht eine Kugel in den Kopf jage. Aber die haben meinen Oberlippenbart noch abrasiert. Aber dann dachte ich mir, überlass ihn doch deinen Freunden. Sollen die sich mit ihm amüsieren? Und das können deine zurückgebliebenen Freunde nur in ihren albernen Halloween-Kostümen, Hasle? Habe ich nicht gesagt, er ist was Besonderes? Deine Freunde sind weg. Gut, sie haben vielleicht ein paar Zeugen rausgeholt. Aber das ist das Wichtigste. Ohne das steht nur das Wort von ein paar verdammten Niggern gegen das von frommen weißen Männern. Und wenn alles vorbei ist, werde ich wahrscheinlich Gouverneur. Schön zu sehen, dass du noch Ambitionen hast. Weißt du, was das Problem mit euch ist? Ihr denkt, ihr könnt etwas erreichen und die Welt verändern. Aber das wird niemals passieren. Einmal dreckiger Nigger, immer dreckiger Nigger. Ja, das sollte uns nicht wütend machen. Auch wenn wir jetzt gerade nicht in der Position sind, gut mitzufahren. Nur zu. Macht weiter. Halt still, du Dreckschwein. Verdammt, wo kam der Schuss her? Scheiße! Aber dass der andere nicht noch einen Schuss auf uns raushaut, wundert mich jetzt dann doch. Töte oder werde getötet? Okay, der ist definitiv getötet worden. Mach dir keine Sorgen um mich, Baby. Ich schnapp sie mir von oben. Schnapp dir Slim. Und denk dran, wir brauchen ihn lebend. Meine ganzen Waffen. Halt dem Schwarzbrot mal ein! Oh, voll in die Fresse! Okay, ich wusste nicht, dass die da jetzt kommen. Das war jetzt eher unerwartet. Sonst wäre ich da jetzt nicht so Vollgas reingestürmt. Ich hätte gern wieder eine normale Handfeuerwaffe. Und für die halt die Uzi. Aber lustigerweise, ich kann immer nur. Seht ihr? Naja, nehme ich halt Uzi und Ding. Ein verdammtes Gemetzel!
weiß ich, warum ich wieder eine Handfeuerwaffe wollte. Los nachladen! Was hast denn du für eine Waffe dabei gehabt, mein Freund? Handfeuerwaffen finde ich einfach irgendwie sexier. Kannst du mir sagen, was du willst? Ist ja gut. Naja, genau. Bist du eine Granate schmeißt, mein Freund. Ist erstmal Schicht im Schacht. Alles immer so knapp hier. Oh, die ist doch nicht mehr nach meinem Geschmack. Jetzt habe ich genau auch die Kombination, die ich wollte vorhin. Gut die Granate geworfen. So habe ich meine Hater am liebsten tot. Komm her. So, jetzt hole ich mir da hinten, ist nämlich noch endlich so mal ein bisschen. Boah, das wäre so schön, mal wieder ein Adrenalin zu haben. Oh, viel angenehmer. So, und jetzt hier rein. Deine Tage sind gezählt, Flynn. Das ist nicht deine Liga, Jungchen. Mein Auto! Alter, ich habe ihn ins Gesicht geschossen. Der Wichser will sich verpissen. Ab durch den Acker. Ja, den hole ich mir schon. Leben oder so? Das sagt der Richtige. Zum Glück haben wir beim Losfahren das Feuer gesehen. Nein! Der Sohn hat schon zu viel Vorsprung. Oh nee. Das ergibt keinen Sinn. So kann es nicht. Sehe ich auch so. Ich hoffe, Checkpoint laden. Ja. Bitte lass mich da einfach in den Nightcrawler steigen. Das wäre jetzt einfach das angenehmste. Nightcrawler. Ja. Der Wichser will sich verpissen. Ab durch den Acker. Hast du 9 Leben oder so? Das sagt der Richtige. Zum Glück haben wir beim das gibt's doch das jetzt gesehen. Nicht. Der Hurensohn hat schon zu viel Vorsprung. Ja, ich gebe ja schon Gas jetzt. Jetzt ist dir der Lack wichtig? Lava. Noch mehr Tops. Ja, es werden schon ein paar. Wollen nicht abschießen.
Nein, da kommt keiner. Ah, ist er so schnell. Labarababa. Ich bin hier voll am Gas. Was ist mit deinem Nightcrawler los, Sportsack? Also ich bin jetzt einfach mal drauf losgesprungen. Ich dachte eigentlich nicht, dass da die Lücke passt. Entschuldigung. Aber scheinbar dann doch. Von diesem Schwanzlutscher nicht abhängen, Baby. Natürlich nicht. Chill. Na, gerade kleine Slowdowns. So, sehr gut. Na, ein bisschen was kann er ja doch, der Nightcrawler. Bring mich näher ran für den Schuss. Ja, ja, ich gebe schon Gas. Wir haben ihn. Das war's mit Weglaufen, Slim. Okay, das ist ein kleiner Bug. Komm her, Bimbo. Ich hab was für dich. Oh ja. Ich hab was für dich, Bimbo. Hörst du mich? Wir hören dich, du Schwein. Komisch. Ich hab immer gedacht, ich sterb mal im Schaukelstuhl. Na los. Bring's zu Ende. Nein. Dein Tod würde nichts ändern. Aber wenn wir dich leben lassen, wenn du dich verantworten musst für deine Scheiße, das wird etwas ändern. Und außerdem, du musst das so sehen. So als weißer, rassistischer Cop wirst du wahrscheinlich der totale Liebling deiner Mitgefangenen. Das ist sehr wahrscheinlich. Ich kenne Politiker. Ich kenne wichtige Leute. Ich gehe nicht ins Gefängnis. Oh. Ja. Komm, wird Zeit, dass wir aus Sinclair Parish verschwinden. Achten alle verfügbaren Einheiten, verdächtige. Lass uns mal zu Pops aufbrechen. Er wird sich freuen, das mit Slim zu hören. Slims Jungs holen uns gleich ein. Ja, wenn ich hier nicht so einen Fehler hätte, dass ich irgendwie sonst wo bin. Ihr seht oben, dass ich da schon irgendwo bin, aber ich kann jetzt nur nach der Ding. Das ist ja dämlich. Okay, da ist jetzt irgendein großer Fehler im Spiel. Ich würde eh sagen, wir sind nämlich gut an der Grenze dran. Wir schauen einfach in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.